Sie waren beteiligt an einer Studie zur Trisomie 21. Können Sie uns etwas zu den Ergebnissen berichten? Ja, wir haben uns gefragt, wie verarbeiten Menschen mit Trisomie 21 ihre Umwelt im Vergleich zu neurotypischen Personen? Neurotypische Personen sind in diesem Fall eben Menschen ohne Trisomie 21 und ohne diagnostiziertem Syndrom. Und ja, wir haben festgestellt, dass neurotypische Personen, das ist allgemein bekannt, das ist jedenfalls schon mehrfach wissenschaftlich belegt, vier Dinge gleichzeitig verarbeiten können. Und Personen mit Trisomie 21 verarbeiten 2 bis 3 Dinge gleichzeitig. Und das entspricht oder das wirkt sich auf die visuelle Verarbeitung aus, also Dinge, die ich visuell wahrgenommen habe. Das wirkt sich aber auch auf den taktilen Bereich aus und auf den auditiven Bereich. Und das sind also diese Ergebnisse der Grundlagenforschung. Wie viele Menschen haben Sie denn befragt? Wir haben knapp 1300 Personen mit Trisomie 21 untersucht. Also es war keine Befragung, sondern wir haben Experimente durchgeführt. Und in der Kontrollgruppe waren über 600 Personen ohne Trisomie 21. Welche Ergebnisse haben Sie herausgefunden? Wir konnten bestätigen, dass Personen ohne Trisomie 21 4 Dinge gleichzeitig verarbeiten. Und wir haben herausgefunden, dass Menschen mit Trisomie 21 2 bis 3 Dinge gleichzeitig verarbeiten. Und das ist unabhängig von ihrem Alter und unabhängig von ihrer Tagesform, von ihrem Bildungsgrad und so weiter. Das ist ein ganz konstanter Wert.